Lars ist verschwunden und sein Auto wurde am Rheinufer gefunden. Oh nein. Das ist alles meine Schuld. Ach ja, das Buch. Das liegt auf dem Schreibtisch. Ist das nicht Andi? Stechen? Er hat mir Kohle dafür geboten, dass ich dich sitzen lasse. Das war? Das stimmt, will ich wissen. Nicht direkt. Ich hab bloß... Direkter geht's ja wohl nicht. Was jetzt? Hast du ihm Geld gegeben, damit er sich verpisst? Ja oder nein? 3000 Euro. Das hätte mindestens für 2 Jahre Indien gereicht. Felix. Das stimmt. Nur noch Erdkunden, dann habe ich es endlich geschafft. Ja, klasse. Du glaubst es nicht. So ein Vollidiot hat seine Formelsammlung auf dem Klo versteckt. Hinterm Wasserkasten. Dabei gucken die doch da zuerst nach. Und du? Ich brauche sowas nicht. Ich hab's hier. Hey, Nico, wie ist gelaufen? Ja, ganz gut. Zur Feier des Tages gebe ich heute einen aus. Was willst du trinken? Wenn das so ist, ein O-Saft? Ein Alt? Sie hat fast alle Arbeiten geschrieben. Ja, ich weiß, ich auch. Sollen wir sie jetzt erzählen? Es gibt keinen Grund mehr, ihr was vorzumachen. Ja, okay. Ich check das nicht. Du gibst Kevin 3000 Euro, damit er aus der WG geht. Was soll das? Ja, Mann, der Typ taucht hier auf und macht sich hier breit. Der verkraftet einfach nicht, dass du mit mir zusammen bist. Ich find's einfach nervig, ja? Das ist immer noch meine Wohnung. Und der zieht hier einfach ein und markiert den King. Hey, du warst auch nicht dagegen, dass er hier wohnt, okay? Ja, gut, für ein paar Tage ja. Aber der denkt dir überhaupt nicht daran, sich was Eigenes zu suchen. Woher willst du das wissen? Außerdem kann Coco selbst entscheiden, wer bei ihr einzieht. Du machst dir mal nicht den Lauten. Immerhin hast du das Geld angenommen von Felix. Der hat mich quasi damit beworfen. Ich konnte gar nicht mehr ausweichen. Ist ja auch egal jetzt. Auf jeden Fall gibst du Felix das Geld zurück. Und nicht erst Weihnachten. Was denn sonst? 3000 Euro. Ich fass es nicht. Was war denn das jetzt für eine miese Nummer, hä? Ich hab's mir irgendwie anders überlegt. Soll vorkommen. Das hätte ich mir ja denken können. Mit Kohle kriegt man eben doch nicht alles, hm? Und wer schläft jetzt bei Coco im Bett? Ich oder du? Ha? Sorry, aber ich muss jetzt los. Ich weiß, ich wollte doch eigentlich nur... Gestern in der Kneipe war ja wohl mal voll der Horror. Wir sitzen da, machen einen auch witzig und die ganze Zeit denke ich mir... Ich doch auch. Aber Jana ist so froh, dass sie die Klausuren endlich hinter sich gebracht hat und so happy habe ich sie wirklich schon lange nicht mehr erlebt. Gut, ich verstehe, dass du es ihr gestern nicht sagen wolltest, aber ich finde, sobald sie heute aus der Schule rauskommt... Oder soll ich ihr das vielleicht sagen? Nein. Außerdem schreibt sie noch Erdkunde. Ja, die schreibt sie heute. Und dann? Guck mal, solange sie die Klausuren schreibt, geht's nicht, weil sie lernen muss. Und jetzt ist sie auf einmal zu gut drauf und das geht auch nicht. Aber wenn Jana von sich aus dahinter kommt, dass sie... Ich weiß. Ich habe nur so eine scheiß Angst davor. Ja, Nico, die habe ich auch. Trotzdem, dieses Versteckspiel, das... Ich sag's ihr ja. Ja, wann? Bald. Okay.
bisschen Überzeugungsarbeit hat mich das schon gekostet. Am Ende hat er eingesehen, dass ihm der Gang zur Presse auch nicht weiterhilft. Na gut. Sag, musst du heute nicht ins Büro? Nein, ich arbeite heute zu Hause. Na dann übernimm dich mal nicht. Keine Angst. Hi, Daddy. Morgen, Maus. Ich dachte, du sitzt schon in der Vorlesung. Heute ist doch die Anhörung beim Dekan. Hast du das etwa vergessen? Ach, die ist heute. Entschuldige, ich habe momentan so viel zu tun. Kannst du mich wenigstens hinfahren? Na sicher. Mir graut so davor. Ich wünschte, ich hätte es schon hinter mir. So schlimm wird es schon nicht werden. Ja, es sei denn, du nimmst deine Anschuldigung zurück. Natürlich. Dann nötig wäre es eigentlich nicht mehr. Neulich hast du noch gemeint, ich soll unbedingt die Wahrheit sagen. Diese alten Eumedia-Geschichten zwischen mir und Lars, die sind aus der Welt. Es gibt keine Gefahr mehr. Ich soll weiter lügen. Die Leute haben sich an deine Geschichte gewöhnt. Die Wahrheit würde sie doch nur verwirren. Ich habe Lars versprochen, es zurückzunehmen. Maus, das ist ja auch alles sehr nobel von dir. Aber hast du schon mal über die Konsequenzen nachgedacht? Ich fliege wahrscheinlich von der Uni. Dann muss ich irgendwo anders studieren. Nachdem du einen Dozenten als Vergewaltiger verleumdet hast. Also wenn du nicht für den Rest deines Lebens hinter einer Registrierkasse sitzen willst, würde ich mir die Sache noch mal überlegen. Aber Lars rechnet damit. Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, die euch beiden weiterhilft. Kevin, ich dachte, du kommst gar nicht mehr aus dem Bad. Keine Ahnung, wo Kevin steckt, aber ich bin Robin. Robin, nicht Kevin, okay? Kevin, andere wollen auch mal duschen. Okay, mein Fehler. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Sweetness. Na, Hauptsache, du hast nicht wieder so eine Überschwemmung hinterlassen wie gestern. Das war doch bestimmt Felix, die alte Pfeife. Das glaube ich kaum. Das ist erst, seit du hier wohnst. Jetzt nimm dieses Arschloch nicht auch noch in Schutz. Nach der Sache mit der Kohle. Stimmt, die war echt mies. Der Typ ist aber auch bescheuert und arrogant. Quatsch. Felix ist echt okay. Eigentlich ein richtig cooler Typ. Ich geh duschen. Pause. Im Gegensatz zu dir. Gehen wir nach oben? Hallo. Hi. Wir sind schon wieder auf dem Sprung. Arno, kommst du bitte? Ich weiß nicht, wo die Autoschlüssel sind. Oh, den habe ich doch schon längst gefunden. Arno, komm. Und wie war die Erdkundearbeit? Ist super gelaufen. Ich konnte alle Fragen beantworten. Ah, sehr gut. Der Sommer kann losgehen. Yay! Da freut sich aber jemand, was? Ihr habt ja nicht die letzte Zeit viel voneinander gehabt, oder? Kann man so sagen, ja. Ja, und das wird jetzt alles nachgeholt. Mhm. Oh, warte mal, ich nehme die Getränke. So hilfsbereit plötzlich. Schlechtes Gewissen wegen gestern Abend. Was war denn los mit dir? Du machst dir keine Freunde, Robin. Isabel, ich schwöre dir, ich war das nicht. Der Typ sieht nur so aus wie ich. Achso, der trinkt doch gern mal ein bisschen mehr, hm? So ein Filmriss und so. Das ist krass. Kevin macht auf Robin. Ja, ich war gestern Abend sogar dabei. Wollte ich dir nicht noch sagen, aber ich habe ihm dann klargemacht, dass er es sein lassen soll. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich ihm vielleicht seinen verdammten Namen auf die Stirn tätowieren? Schreib doch einfach Arschloch drauf. Ich frage mich eh, warum du den noch nicht rausgeschmissen hast, Felix. Weil Coco dann sicher auch ihre Sachen gepackt hätte. Mann, nach der Nummer mit der Kohle ist mein Image bei ihr eh im Eimer. Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Wieso? Heute Morgen zum Beispiel, ich komme aus der Dusche und Coco denkt, ich bin Kevin. Und da habe ich einfach mal mitgespielt. Ja, ich habe mal ein bisschen auf den Busch geklopft und gesagt, dass du ein arrogantes Arschloch bist und sie gefragt, ob sie das nicht auch will. Ich bin so bescheuert. Was hat sie dann gesagt? Ja, dass sie dich eigentlich schwer okay findet, bis auf die Sache mit der Kohle natürlich. Also du hast auf jeden Fall noch Chancen, Felix. Meinst du echt? Obwohl dieser Spinner aufgetaucht ist? Absolut. Du musst einfach ein bisschen cooler sein.
Du hast 1000%ig noch Chancen. Wahrscheinlich hast du recht. Aber irgendwas stimmt mit diesem Typen nicht. Ja, ja, ja. Das ist ja großartig. Ich danke Ihnen. Ja, Ihnen auch. Auf Wiederhören. Ach, Vanessa, da bist du ja. Komm mal her. Es ist alles geklärt. Wegen der Anhörung? Du kommst auf jeden Fall heil aus der ganzen Sache raus. Auch ohne Lügen? Ich habe nämlich noch mal drüber nachgedacht und da mache ich nicht mit. Das verlangt doch gar keiner von dir. Und Lars? Er wird wieder als Dozent angestellt? Ja, natürlich. Das ist doch der Clou an meinem kleinen Plan. Es gibt nur Gewinner. Wie denn? Nehmen wir doch mal an, du hast dir das alles nur eingebildet. Halluzinationen sozusagen. Ach, Daddy. Ich soll auf Plemplem machen, oder? Jetzt wart's ab. Ich hatte gerade ein sehr interessantes Gespräch mit Dr. Kanz, ein hochangesehener Psychologe. Ich habe ihm von deiner Entführung erzählt und ihn gefragt, ob sowas im Nachhinein zu, sagen wir, Überreaktionen führen kann. Ich habe keine Überreaktionen. Was denn für Überreaktionen? Und außerdem, ja, ich habe... Außerdem ist es überhaupt nicht von Belang. Dr. Kanz meint, es gibt alle möglichen Folgen. Von Schlafstörungen bis hin zu akuten Wahnvorstellungen. Super, ich hab's gewusst. Vanessa, die Bekloppte. Jetzt hör mir doch mal zu. Du hattest ein Trauma. Das ist jetzt vorüber. Ganz normal. Wir bekommen sogar noch ein offizielles Gutachten dafür. Ich soll also so tun, als ob ich mir das bloß eingebildet habe. Ja? Na, das ist doch ein Plan, was? Das ist trotzdem gelogen. Wahrheit oder Lüge? Das ist doch nur eine Frage der Perspektive. Nee, das ist so cool. Mit der Schule läuft alles super. Und bei uns auch. Ich bin total glücklich. Es tut mir so leid, dass ich dich in der letzten Zeit so links hab lieben lassen, aber wie hätte ich es denn anders machen sollen? Ich musste doch die Klausuren irgendwie schaffen. Ich liebe dich aber trotzdem ganz toll, wirklich. Sei mir nicht mehr böse, bitte. Was ist denn los? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Jetzt sag schon! Jana, ich muss dir was sagen. Das Blöde ist nur, dass der Typ ständig um sie rumschwänzelt. Das musst du ausblenden. Der Typ hat sie schon mal hängen lassen und das passiert wieder. Aber wann? Er musste schon ein bisschen Geduld haben. Momentan hat der Kerl einfach die besseren Karten. Aber das gibt's nicht. Zahlen? Ja, ich übernehme das. Danke für die Hilfe. Danke. Übernimmst du den von gestern Abend gleich mit, den Deckel? Ach. Ich hatte einen Deckel gestern Abend. Ja. Du hattest deinen Deckel gestern Abend. Kevin, echt dreist der Typ. Jetzt säuft er sogar schon auf seine Kosten. Mann, er soll endlich mal arbeiten gehen, anstatt sich hier weiter durchzuschnorren. Mit dir? Jana, es ist aus. Ich kann einfach nicht mehr mit dir zusammen sein. Wieso? Es ist nicht deine Schuld. Du bist eine tolle Frau. Ach ja, und deswegen trennst du dich von mir? Du hast eine andere, stimmt's? Wer? Also recht. Und wie lange geht das schon? Nein, so ist es gar nicht. Aber es muss doch irgendeinen Grund geben. Ich liebe dich einfach nicht mehr. Von heute auf morgen, oder was? Hallo, Robin.
neuer Look? Nicht schlecht. Man tut, was man kann. Solltest du öfters tragen. Steht dir besser als der Schlabberlook. Das merke ich mir. Hallo, Lars. Wir sind zu früh, schätze ich. Wie? Bist du nachher auch dabei? Ich dachte, ich sollte bloß meine Aussage machen. Der Dekan will es heute noch vom Tisch haben. Übrigens bin ich sehr beeindruckt, dass du die Wahrheit sagen willst. Ich habe es mir eben nochmal durch den Kopf gehen lassen. Immerhin wird das Geständnis ziemlich harte Konsequenzen für dich haben. Aber trotzdem scheinst du die Verantwortung übernehmen zu wollen. Ja. Diese Verleumdung ist und bleibt zwar eine üble Sache, aber immerhin hast du dich ja noch rechtzeitig besonnen. Für mich heute Abend bitte nichts zu essen. Ich habe keinen Hunger. Hallo, Nico. Hi. Um einen Ausbruch in guter Laune bist du ja nicht gerade. Wundert dich das? Hat's mit Andi zu tun? Er will, dass ich reinen Tisch mache. Und ganz Unrecht hat er ja nicht damit. Wird's denn gerade ernster zwischen euch beiden? Wenn ich das nur wüsste. Aber Jana... Ich verstehe ja, dass du deine Schwester nicht verletzen willst. Aber wenn das mit euch beiden so weitergeht, dann... Ich weiß, aber was soll ich ihr denn sagen? Hey, ich bin jetzt mit deinem Freund zusammen, aber schwamm drüber, es bleibt ja in der Familie. So, selbst wenn du Jana jetzt damit wehtust, hast du denn eigentlich eine Alternative? Am besten, ich würde einfach hier verschwinden. Davonlaufen bringt gar nichts. In diesem Fall schon. Ach. Und wo willst du hin? Ich könnte aufs Internat. In die Schweiz. Na klar. Dann wärst du zwar weit genug weg, aber das Problem hättest du immer noch nicht gelöst. Ich pack das einfach nicht. 800. 850. 900. 950. 3000. Alles klar. War ja auch echt eine saublöde Aktion. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ach, und wenn du mal irgendwie pleite sein solltest, ich habe immer ein paar Scheine für dich. Danke. Frieden? Frieden. Tja, wo nun alles geklärt ist, wie wär's mit einer kleinen Party unten im Club? Oh ja, cool. Kann ich euch meine neuen Platten vorspielen? Hm? Was ist? Meinetwegen. Hey, Andi, wir machen Party. Hast du Bock? Ich habe noch was zu erledigen. Ich bin nicht da oder will gerade nicht rangehen. Gleich piepst es und den Rest kennt ihr ja. Andi, hier, wo steckst du? Ruf mich so schnell wie möglich zurück, ja? Und dann bin ich auf die Toilette gegangen. Hat Herr Schneider Sie sexuell bedroht? Ist das so richtig? Oder wollen Sie Ihre Aussage ändern? Nein. Das ist ein sehr ernsthafter Vorwurf, Frau von Bann. Ich meine, so war es nicht. Nicht? Wie war es denn? Gar nicht. Es ist nichts passiert. Sie haben sich das hier alles bloß ausgedacht. Das ist nicht Ihr Ernst. Doch, aber nicht deswegen. Wissen Sie, welche Konsequenzen das für Sie hat? Ich wollte das nicht. Aber ich hatte solche Angst. Wovor hatten Sie Angst? Vor den Entführern. Ich konnte kaum schlafen. Ich dachte dauernd, die kommen wieder. Ich habe überall das Gesicht von dem einen gesehen. Wollen Sie damit sagen, dass das eine Einbildung war, als Folge einer Entführung? Ich dachte wirklich, es ist alles passiert auf der Toilette. Aber jetzt weiß ich. Mein Therapeut hat mir das erklärt. Traumatische Angstzustände.
Andi. Hey, was ist denn los? Andi hat Schluss gemacht. Einfach so. Hey, Vanessa. Ich hab super eilig. Tschüss. Robin? Ist alles wieder in Ordnung zwischen uns? In Ordnung? Ja, du hast deinen Job wieder. Auch wenn es gemein war, was ich getan habe. Gemein? Klar. Du hast mich ja nur als Vergewaltiger hingestellt. Das tut mir leid. Ja, es hat auch wirklich Spaß gemacht, mit diesem Image durch die Gegend zu laufen. Ich hab doch jetzt alles zugegeben. Kannst du mir nicht verzeihen? Nichts hast du zugegeben. Eine miese Show hast du da drin abgezogen. Therapeut, dass ich nicht lache. Es ist doch egal, was ich gesagt habe. Hauptsache, du bist rehabilitiert. Du begreifst das einfach nicht. Es ist eben nicht egal. Jeder kann mal Mist bauen, aber dann sollte er wenigstens dazu stehen. Mein Gott, und ich hab wirklich geglaubt, dass du diesmal die Konsequenzen tragen wirst. Fehlanzeige. Naja, so jemand wie du, die kann eben nicht aus ihrer Haut. Ich wäre von der Uni geflogen. Richtig, aber dann hättest du vor Markt bewiesen. Charakter gezeigt. Mein Gott, mach nur weiter so. Aber lass mich in Ruhe. Er hat überhaupt keinen Grund genannt. Aber sowas gibt's nicht. Er hat garantiert eine andere. Hast du ihn gefragt? Er hat nein gesagt, aber irgendwie war er total komisch. Ich glaube, ich... Du weißt, was stimmt. Nico, bitte. Egal wie schlimm es ist, sag's mir bitte. So geht es weiter. Und außerdem... Außerdem sieht sie aus wie jemand, der Polo mag. Gut, wie ihr meint. Also. Was ist denn los zwischen euch? Ihr habt euch immer so gut verstanden. Lars hasst mich. Und auf der Uni habe ich auch schlechte Karten. Das wird richtig hart. Die Leute in der Uni oder deine Freunde, die bestimmen doch nicht dein Leben.